Hallo, heute soll es um Dustlands gehen, den Jugendroman, der bei Fischer im Dezember 2011 erschienen ist. Das Buch umfasst 449 Seiten und kostet 16,99 €. Als ich gerade bei Amazon gestöbert habe, habe ich auch schon festgestellt, dass der zweite Teil schon für Fischer ausgewiesen wird bei Amazon für 16,99 € und soll am, das muss ich doch nochmal nachschauen, am 13. Dezember 2012 erscheinen. Im Buch selbst ist 2013 vermerkt. Ich denke, da das Dezember ist, kann das hinhauen oder halt eben im Januar 2013 erscheinen, je nachdem, wie schnell dann der nächste Teil zur Verfügung steht. Ja, zuerst kurz zur Gestaltung des Buches. Das Buch ist ein typisches Fischerbuch. Wer Fischer kennt, weiß, was ich damit meine. Der Umschlag ist sehr griffig. Ich weiß nicht, kann ich das? Ja, ihr seht das hier, diese Risse und Applikationen. Also das fühlt man richtig auf dem Cover. Das Cover selbst ist von der Hardcover-Version des englischen Buches übernommen, nur dass man die Schrift mit eingearbeitet hat, dieses Dustlands selbst, und das Ganze die Entführung untertitelt hat. Darunter ist das Hardcover wieder bedruckt, so wie wir das auch von Fischer kennen. Und auch im Inneren ist es wieder wunderschön gestaltet, so wie immer. Jetzt muss ich nur kurz den Anfang finden. Und zwar findet man überall diese kleinen Vögelchen, die sich durch das ganze Buch ziehen. Worum geht es? Ja, die Protagonistin Saba lebt mit ihrem Zwillingsbruder, ihrer kleinen Schwester und ihrem Vater am Silver Lake. Und eines Tages ist es sowieso für sie schon super schwer, sich am Silver Lake zu ernähren und dort um die Runden zu kommen, erscheinen auf einmal Reiter und entführen den Zwillingsbruder von Saba und töten ihren Vater. Und sie schwört ihrem Zwillingsbruder, dass sie ihm folgen wird, dass sie ihn suchen wird, dass sie ihn befreien wird. Und so macht sie sich auf den Weg nach Hopetown, wo sie vermutet, dass der Bruder hingebracht wurde, wo sie dann auch in den Arenen kämpfen muss, um dort auf Leben und Tod. Und ob es ihr gelingt, von dort zu fliehen und wo sie dann landet und ob sie es schafft, ihren Bruder zu finden und zu retten, das müsst ihr schon selber nachlesen. Was mir zu dem Buch spontan einfällt, ist, dass ich es lange Zeit erstmal abbrechen wollte, weil ich das, also der Schreibstil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es fehlen definitiv hier Anführungszeichen im ganzen Text. Es gibt so etwas nicht, wer sie sucht, vergeblich. Und, Entschuldigung. Das macht es eigentlich auch sehr schwer, dieses Buch zu lesen. Also die ersten 80 Seiten wollte ich echt abbrechen, gegen die Wand werfen oder sonst irgendwas damit machen. Aber ich habe mich tapfer durchgekämpft, weil ich dann auch gehört habe, dass das Buch noch richtig gut werden soll. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass der Schreibstil sich verändert. Es liegt daran, dass ich dieser Roman doch sehr lange braucht, finde ich, um in die Gänge zu kommen. Also die ersten 120 Seiten habe ich mich so ein bisschen gequält und danach wurde der Roman eigentlich sehr gut. Der Schreibstil ist einfach auch das, was ihn komplett von allen anderen Romanen im Jugendbuchgenre unterscheidet. Ich selbst habe noch wirklich keinen Roman gehabt, der genau so im Schreibstil war. Und die Geschichte an sich ist nicht unbedingt was Neues, aber sehr schön erzählt und es macht Spaß, es zu lesen, zumindest ab einem gewissen Punkt. Viele geben dem Roman deshalb auch eigentlich sehr viele Sterne, weil sie sagen, das Ende, das war so super, das hat so gut überwogen, dass ich dem Roman so viele Punkte geben möchte. Sehe ich jetzt nicht so, weil wenn ich nur die ersten 120 Seiten bewerten würde, würde ich dem Roman am liebsten gar keine Punkte geben. Und am Ende wird er doch noch ganz gut, weswegen er sich auf ein Mittelmaß bei mir einpendelt. Das Problem war allerdings, dass ich auch mit entsprechenden Erwartungen an diesen Roman gegangen bin. Hätte ich die nicht gehabt, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß an diesem Buch gehabt.
Es macht auf jeden Fall Spaß, Sabas Weg zu folgen und mitzuerleben, was sie so erlebt, welche Abenteuer sie beschreitet und vor allem die Welt kennenzulernen, in der Last Dance spielt. Denn es gibt nur noch solche Abfrackerstätten, da sind so Techniksachen auch, wie wir sie in unserer heutigen Zeit kennen, aber ansonsten ist es eigentlich alles Wüste und ja, es ist einfach eine ganz andere Welt, die man kennenlernen muss. Und ja, das Buch ist gedacht für Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren. Ich denke, dass auch Jugendliche, wenn sie sich darauf einlassen können, auf diesen Roman sehr viel Spaß haben werden. Aber nichtsdestotrotz ist er auch super für Erwachsene geeignet, da er eine wirklich schöne Geschichte erzählt, die, wenn man sich darauf einlassen kann und vor allem mit wenig Vorurteilen an das Buch rangeht, auch wunderbar lesen lassen kann. Und ja, ich denke, ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr das Buch tatsächlich lesen möchtet. Aber nachdem ich mich wirklich da einen Teil durchgequält habe, kann ich es doch wirklich nur jedem empfehlen, weil es überzeugen kann mit seiner Geschichte, mit seinen Charakteren, obwohl man die stellenweise zu wenig kennenlernt. Aber ich hoffe, dass es in den Folgebänden besser wird. Und wie ich schon bereits eingangs erwähnt, wird es auch spätestens 2013 im Fischer Verlag mit Sabas Abenteuern weitergehen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und hoffe, dass ich mich dann auch vielleicht etwas schneller in das Buch hineingewöhne, beziehungsweise dass das Buch eben sich nicht so viel Zeit lässt, bis es dann tatsächlich gut wird.